hier im Detail. Alle kaputt. Jetzt bauen wir mal die Hydros aus. Zylinder 1. Zylinder 2. Und Zylinder 4. Schauen wir uns das mal auf den Tisch machen. Was sehen wir hier? Also das Schlimmste ist der hier, der ist richtig eingearbeitet. Der ist nicht mehr gerade, sondern wie so kleine Schüssel ausgearbeitet. Das Besondere an den Hydros, die sind hier schwarz beschichtet. Das ist nicht angemalt oder sonst was, das hat mit Verschleißschutz zu tun, dass falls mal der Schmierfilm abreißt, dass trotzdem die Hydros nicht fressen, so wie hier die alten. Wir haben hier unsere Lagerschalen, da gibt es eine Einbaurichtung. Mal leicht einsetzen und reindrücken. Trick. Dann sind die schon drin. Beim Einbau bzw. die Ausrichtung von den Pumpe-Düse-Elemente richte mich eigentlich nach dem Block und den Pumpe-Düse-Elemente-Korpus, dass die fluchten miteinander. Der Rest macht die Passschraube mit dem Block. Was wir jetzt einbauen. Dann nehmen wir unsere Schrauben her. Kommst so rein. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das geht schon. So, jetzt ist es auch drin. So machen wir es jetzt mit den nächsten. Die Schraube bekommt 12 Newtonmeter und 270 Grad. Ich schraube die immer mit der Handfeuer rein und dann immer Drehmoment. So, jetzt mache ich meine 12 Newtonmeter drauf. Mache ich mit der Hand. Ist fast so fest, wie man Glühketten anzieht. Und jetzt mache ich meine 270 Grad, das sind 3/4 Umdrehungen. Eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Jetzt können wir eigentlich schon mal die Kabel für die Pumpe-Düse-Elemente schon mal einstecken. Wie gesagt, wenn es bei euch alte ist, dann bitte ersetzen. Das ist gleich mitgemacht. Wie gesagt, bei dem Auto wurde schon ersetzt. Das habe ich mit dem Zahnriemen zusammen gemacht. Vorsorglich. Man sieht es ja, ich habe ja zusätzlich außen noch so Dichtung dran gemacht, damit es besser hält. Wir machen schon mal unsere Tandempumpe rein. Wir müssen halt schauen, dass da passt. Jetzt ist sie drin, passt. Wieder alles mit der Hand leicht vordrehen. Der Weg kommt da hinten rein. So, jetzt die kleine. Jetzt wird aber lustig die untere. Dann mache ich jetzt den Trick 18 von Schrauber. Und zwar mache ich mir Papier drauf. Dann kann sie auch nicht rausfliegen, weil das ist echt. Echt bescheidene Schraube. Hier. Ich sehe, jetzt habe ich Probleme. Ach Gott. Ich kann nicht so viel Kraft auf das Werkzeug aufbringen, weil ich total verschmierte Hände, da habe ich immer so sehr schönes Werkzeug. Fingerratsche. Echt genial.
Und die Schraube unten ist endlich drin. Die Schrauben bekommen alle 10 Newtonmeter. Ja, das war eine Hand. Brauche ich keinen Drehmomentschlüssel. So viel Schrauben wie ich festgezogen in meinem Leben. Okay, und einmal die innere. Okay. Wieso verfolgen Sie mich? Für mich verfolgt. So, jetzt nehmen wir unsere Kipphebewelle für die Pumpe-Düse-Elemente. Das jetzt muss erstmal da drauf. Nehmen wir unsere neue Schrauben. Unsere neue Schrauben, 8 Stück, 10726. Wie gesagt, die Schrauben müssen alle neu, weil es den Schrauben sind. Die drehe ich auch, nehmen wir mit der Hand das rein. Wichtig ist es dabei, Qualität zu kaufen. Alles andere reißt euch ab und habt keine Freude. Nockenwellen, es gibt günstige Nockenwellen-Sets. Die Teile, was wir jetzt alle benutzen, gibt es für unter 150 Euro. Also 150 Euro ist echt wenig. So, bevor wir jetzt die Schrauben jetzt richtig ansetzen, schrauben wir die raus, weil wie gesagt, wir haben hier da neue Madenschrauben. Weil wie man sieht, die haben sich auch eingearbeitet, glänzvoll. Da machen wir jetzt neue gleich rein. So, jetzt schraube ich mir die Schrauben von der Kipphebewelle mit der Hand erstmal an. Erst von der Mitte anfangen und nach außen arbeiten. Und dann bekommt ihr das Drehmoment. Die eine Seite, die nächste. Jetzt bekommt ihr als erste Stufe 20 Newtonmeter. So, gehen wir nochmal alle durch. Und jetzt 90 Grad. Fangen wir von der Mitte an. So, die eine Seite ist fertig. Jetzt ist die Kipphebebrücke befestigt. Jetzt können wir uns die neue Madenschrauben reintun. Jetzt nehmen wir unsere neue Madenschrauben mit der neuen Mutter. Schauen wir es mal grob rein. Weil wir müssen es jetzt alles wieder einstellen. So, das reicht. Zum Einstellen gehen wir jetzt wie folgt vor. So, zum Einstellen gehen wir an die Kurbelwelle und drehen den Motor. Darauf tun wir achten, wir können es auch mit einer Uhr einstellen, aber ich mache das halt ohne Uhr. Und schauen, welcher Zylinder als erstes die Kipphebewelle nach unten drückt. Und sobald wir drehen, bleibt die Kipphebewelle unten und da ist unser Nullpunkt. So, zeig mal den ersten. Ich kann jetzt mal hier drauf schauen auf die Kipphebewellebrücke, welche als erstes nach unten geht. Wir sehen. Erster Zylinder geht runter. Geht noch.
und das war der Anschlag. Jetzt gehen wir wie folgt vor. Schrauben die Mannschraube bis zum Anschlag, aber mit Gefühl bitte, damit wir das Pumpe-Düse-Element nicht kaputt machen. Hier ist mein Widerstand von. Jetzt merke ich einen Widerstand. Und jetzt drehen wir alles um 180 Grad zurück. Jetzt drehen wir unsere Kontermutter dabei und machen es fest. So, das war jetzt Zylinder 1. Das machen wir jetzt mit dem nächsten Zylinder. Jetzt gehe ich wieder in die Kuppelwelle und schauen, welcher Zylinder oder Kipphebel nach unten geht. Der dritte Zylinder geht jetzt nach unten und ich drehe so lange, bis ich jetzt nichts mehr bin. So, das war's. Dann schauen wir mal wieder. Das ganz runter. Jetzt ist Anschlag und drehen wieder um 180 Grad zurück. Und wieder die Kontermutter festziehen. So. Da haben wir jetzt den ersten und dritten Zylinder. Jetzt geht's weiter. Und jetzt drehe ich mal den Motor durch, ob alles passt. Dann schauen wir mal, dass nichts blockiert. Wenn ich schneller drehe, springt er gleich an, gell? Der Motor. Jawohl, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So, an sich ist jetzt der Nockenwellentausch eigentlich vollzogen. Alles ist fest, alles ist mit Drehmomente angezogen. Was ich euch ans Herz legen kann, ist halt Qualität zu kaufen. Ich habe ein paar Sets gesehen, wo alle Teile, die wir heute verbaut haben, für 150 Euro gibt und davon halte ich nichts. Die halten dich nachher und ihr habt nicht Freude und ihr müsst die ganze Arbeit wieder von vorne machen. Ich werde jetzt wieder alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und ihr seid beim ersten Motorstart dabei. Thank you.
So, das war's jetzt. Alle Teile sind verbaut. Die meisten Zahnriemenabdeckung mache ich dann, falls was ist zum Nachjustieren. Die Motorabdeckung mache ich auch später drauf. Jetzt tun wir jetzt mal versuchen zu starten und dann machen wir einen Ölwechsel. Aber jetzt muss ich erstmal starten. Zum Starten tue ich als erstes den Stecker von dem Pumpe-Düse-Element immer ab. Ich mache das deswegen, damit er nicht anspringt, aber dreht, damit ich Öldruck im ganzen System aufbaue, damit die Nockenwellen wieder geschmiert werden. Das machen wir jetzt. Warte, du musst kurz deine Schraube festmachen. Alter, von Luft wieder krass, der wackelt. Aber weiter drehen, gell? Dann. Ich steck's noch nicht ein. So, jetzt halt. So, jetzt haben wir Öldruck überall aufgebaut. Jetzt Stecker rein und schauen mal, was der sagt. Jetzt explodiert er, Alter. Malaka, der Stecker ist drin, arretiert und jetzt können wir starten. Der läuft, sehr schön. Jetzt hätte ich gesagt, machen wir eine kleine Probefahrt, ob da auch wieder Leistung da ist. So, der Patrick ist da, der vollzieht die Probefahrt. Ja. Leistung hat er und rauchen tut er jetzt nicht wieder. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also für meinen Eindruck, Auto fährt, aber nicht so gut wie meine A. Fehlt ein bisschen Leistung und 4 Kolben, aber sonst. Also ich würde sagen, vom Gefühl her, ja, repariert ist es. Ja, also Gas nimmt er gut an, kann man schon machen. Ja, ist halt ein 2 Liter, nee, 1,9er. Ist halt ein 1,9er. Aber geht, also fährt, Verbrauch. Ich weiß nicht, kann man jetzt schlecht sagen auf die kurze Strecke, aber scheinbar hat es der Georg ja hinbekommen, das zu reparieren. Ich war nicht dabei, ich bin leider ein bisschen verletzt, habe mich ein bisschen geschont. Aber jetzt am Ende ist ja kommen, Probefahrt, die geht schon, die ist noch drin. So, und bist du zufrieden mit deiner Arbeit heute? Ich bin zufrieden, ich war ein bisschen schneller als sonst eigentlich. Okay. Ich habe knapp 3,5 Stunden gebraucht. Ja, ich werde es auch im Video schneiden sehen, was du da angestellt hast, weil ich war jetzt ja nicht dabei. Nein. Mal gucken, ob du es gescheit gemacht hast. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, Leute. Und das hat euch Spaß gemacht, mit mir alleine zu schrauben. Ja, ist mal was anderes, gell? Ja. Ich hoffe, er hat euch nicht zugelabert und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Jo. Also lasst ein Like da, ein Abo und ein Kommentar. Genau. Bis zum nächsten Video. Servus. Servus.